Heiliger Strohsack, ey. Da haben wir jetzt tatsächlich an dem Baum unsere Nuggets wieder gefunden. Alter Verwalter. Ja, dann würde ich sagen, renne ich mal wieder nach Hause, wa? Oder? Boah. Hey, hey, hey. Juhu. Wir sind schon quasi wieder in, ja, zu Hause, würde ich sagen. Stärken wir uns mal, bevor es an die Arbeit geht. Dann können wir direkt mal schauen, was so eine Rübe bringt. Rübe bringt 100 Sättigung, also ist noch besser als eine Johannisbeere. Geil. Und demnächst können wir dann ruhig mal ein bisschen kochen. Also irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, ob das Mary war oder ob Schäfchen auch Dingens spielt. Ja, aber man muss anscheinend beim Kochtopf alle Felder füllen. Ja, mit was? Das kann auch immer dasselbe sein. Und dann kocht er. Irgendwie sowas. Heiliges Kanonenrohr. Pass auf, wir werden mal dieses Schilf da noch irgendwie hindingsen. Weil wir haben noch einmal einen schön gemachten Therapret. Achso, komm. Ah, nur so. Okay. Was haben wir denn noch in der Tasche? Wir haben hier noch Dinkelsamen. Ja, gut. Quarz, Quarz. Okay, das scheint mal wieder einer der... Ein klarer Quarz und ein nicht so klarer Quarz zu sein. Was bist du? Klarer Quarz? Du bist Quarz. So. Dann haben wir da nochmal Sämchen. Dinkelkorn und so. Das haben wir doch, glaube ich, sogar schon hier, ne? Nee, das ist Roggen. Reiskörner, bla bla bla. Pass auf, die können wir doch eigentlich irgendwo abstellen, oder? So, den Tiegel haben wir schon da drin. Und wir waren eigentlich hierbei. Steht halt nur mit einem Hammer zermahlen. Weil es gibt Stielhammer und Hammer. Ich würde sagen, wir machen mal normal, eine ganz normale Hammerform. Haben wir hier schon eine? Das ist Schaufel. Was haben wir denn hier? Axt, Picke, Schaufel, Schwert. Hier hatten wir das Prospektionstool. Dann machen wir hier noch einen normalen Hammer hin. Müssen wir denn aber gleich da, Hammerform. Müssen wir denn aber auf jeden Fall gleich erstmal den Kram aus, ne? Aus dem Feuer holen. Der Tiegel noch drin. Ja, cool. Ach so, okay. Da habe ich immer noch Glück gehabt, dass das einfach so dahin fällt. Wir brauchen eine Form. Dann brauchen wir eine Flamme.
Irgendwas stimmt hier nicht. Und hier, Entzündeblock. Was ist denn hier? Ei, ei. Alles wieder. Ich glaube, die Caps Lock war irgendwie eingeschaltet. Das könnte sein. Dann schmeißt er die mit Q. Gut, okay, pass auf. Warte, 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 warte. So, haben wir. Wie sieht es mit dem aus? 700 macht der, 500 noch was. Das heißt also, er fängt jetzt gleich an, die zu brennen. Jui! Danach können wir den Titel wieder reinschmeißen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle. Ah ja, im letzten. Wie immer. Ja, cool. Dann haben wir sogar zwei Plätze mit Honig. Ich werde wahnsinnig. Ich würde mal sagen, es geht voran, wa? So, Hammerform haben wir. Hammer, Hammer, Hammer. Tiegel rein. In den Tiegel unser Kupfer. 20 Mal. Und dann warten wir mal, bis das durch ist hier. Dem geben wir auch noch was. Das wäre schön, das wäre so ein schöner Abschluss für unsere Session heute. Wenn wir jetzt mit dem Hammer die Dinger da zu Nuggets verarbeiten können. Und dann bin ich natürlich gespannt, was da rauskommt. Naja, wir werden sehen. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten, bis es abgekühlt ist, ne? Den Lehm können wir auch wieder wegpacken. Kohle, Kohle, Kohle. Kann eigentlich... Muss man hier raus. Wir müssen nichts weiter verbrennen. Dann... Ach ja, wir können ja gar nichts in das Körbchen tun. Ich schmeiße es trotzdem mal hier hin. Ob das umgeht oder nicht oder so, das werden wir dann sehen. Ah ja, oder auch nicht. Mensch. Schnell weg. So, jetzt haben wir hier schon wieder Quarz, okay. Dinkelkorn. Oh, ich bin so gespannt, ne? Gut, wir werden sowieso jetzt den nächsten Tag machen. So, setzen. Wie sieht es denn hier bei uns aus? Ja, ich habe da oben die Anzeige abgeschaltet. Ich weiß, dass hier auch irgendwo an- oder abzuschalten ist. Aber ich gehe jetzt hier kein Risiko ein. Wir setzen eh jetzt den neuen Tag. Damit dürfte dann auch der Hammer durch sein, also geschmolzen. Also ich meine abgekühlt, also ich meine geschmolzen. Aber ihr merkt schon, ich bin so heiß darauf, den jetzt hier, ja, Werkstück nehmen. So, jetzt haben wir hier einen Hammer. Wie machen wir das? Machen wir das so? Machen wir das so? So mal. Oh, 4 Stück pro.
97 Stück, Freunde. Tja, dann werden wir den Amboss angießen können. Ich bin da aber so ein bisschen kritisch, weil... ich würde gerne vorher nochmal eine Sache ausprobieren, weil wir haben da ja... Ich hatte den mal angegossen. Ich lasse euch mal meinen Gedanken teilhaben. Ich hatte den angegossen mit, glaube ich, 4 Stücken irgendwie, ne? Dann habe ich ihn aufgegossen mit 19 Stücken. Er gäbe 21, wäre der Barren eigentlich fertig. Ich möchte mit euch mal testen, wie das denn aussieht, wenn wir da jetzt noch ein bisschen was drauf tun. Da brauche ich nochmal die Kohle. Komme ich hier noch dran? Ja. Und das dann nochmal gießen. Ich tue jetzt nochmal 2 drauf. Also 19 war der letzte. Wenn wir jetzt das drauf gießen, müsste der Barren fertig sein, weil 20 Einheiten ergeben. Ich hatte aber vorher schon mal gegossen. Also von daher, ich weiß nicht, ob man fertig gießen kann oder ob das immer wieder von vorne anfängt. Das ist nämlich so meine Befürchtung. Und wenn wir dann mit dem Amboss anfangen, da kommen 90 Einheiten rein. Das hieße für uns, wir müssten 5 Tiegel vorschmelzen, damit wir die direkt nacheinander hier reingießen können, wenn wir nicht auffüllen können. Jetzt mal testen. Ein bisschen dauert das natürlich, aber dann hätten wir den Test hinter uns. 4 Stücke, 4 Nuggets bekommen wir aus einem abgebauten Block. Das ist super. Das ist ein Mega-Upgrade. Das ist so ein Upgrade. Unglaublich. Ich glaube, 3 Stück kann man maximal sammeln an der Oberfläche. Dann hätten wir pro Block so oder so schon mal einen mehr. Das ist cool. Schön gemacht, dass sich die Farbe ändert und so. Und wenn es nicht hinhaut, dann haben wir halt jetzt nochmal Kupfer verbraten. Insgesamt dann sogar weit über 20. Und das ist dann natürlich ein bisschen traurig. So, geschmolzenes Metallgießen. Damit ist er fertig. Gut, das können wir hier... Das dürften wir eigentlich nicht damit reingießen können. Immer noch irgendeine Form angießen. Ja, hier. Den Amboss. Aha. Krassos. Gut. Den Amboss. Den nehmen wir dann beim nächsten Mal in Angriff. Vielleicht mache ich auch zwischendurch noch ein bisschen was, damit wir das Metall hier schon mal reinbekommen. Dann haben wir den Amboss. Und dann sind wir im Kupferschmiedezeitalter, Freunde. Das ist wow. Das ist wirklich Oberwau. Gut. Freunde, ihr habt es schon mitbekommen. Das Ende ist eingeläutet. Ich habe es sogar geschafft, in meine 90 Minuten zu bleiben. Ich bin richtig gut. Mal ein bisschen Selbstlob. Und jetzt, mein Lob gilt euch. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Teroin, dass du immer wieder mal geguckt hast und mir ein paar Tipps gegeben hast. Vielen lieben Dank, Kadaver, fürs kurze Reinschauen. Vielen lieben Dank. Schäfchen. Vielleicht sieht man sich heute Abend auf dem Server in Ark. Naja, aber bis dahin haben wir noch ein paar Stunden. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Reinschauen, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen und ja, gehabt euch wohl. Passt auf eure Lieben auf, passt auf euch auf.